Der Sportwelt TV Wettcheck. A Racing Beauty kommt heute zwar zum ersten Mal an den Start, doch die Schimmelstute ist ausgezeichnet gezogen. Zudem hat ihr Trainer Henk Greve bislang die meisten zweijährigen Sieger in dieser Saison bestellt. A Racing Beauty ist deshalb unser Tipp im neue Welle Auftaktrennen. Zwei Starts, zwei zweite Plätze. Das ist die Bilanz von Roschan, der auch beim Frühjahrsmeeting hier bereits eine gute Leistung zeigte. Schwerer als bei seinen bisherigen Starts ist die heutige Aufgabe nicht. Und deshalb könnte Roschan heute sein erstes Rennen gewinnen. Andoro startete zuletzt im deutschen Derby und im Großen Preis von Berlin. Als Achter bzw. Sechster war er dabei zwar ohne Chance, doch hielt er zuletzt in Hoppegarten gegen hochklassige ältere Pferde lange mit. Da er 3 Kilo weniger zu tragen hat als sein vermutlich stärkster Gegner in Joyce Moon, könnte Andoro den Preis der BBAG Jährlingsauktion gewinnen. Earl of Hinds mag die Bahn in Iffezheim. Hier hat der Wallach bereits 2-mal gewinnen können. Sein letzter Erfolg liegt nun zwar schon länger zurück, doch in Frankreich zog sich der 10-Jährige bei seinen letzten Starts gut aus der Affäre. Auch wenn er mit 64,5 Kilo viel Gewicht zu tragen hat, können wir uns gut vorstellen, dass Earl of Hinds dieses Rennen gewinnt. Darshano ist ein wenig geprüfter 4-Jähriger, der im vergangenen Jahr auf dem Weg nach oben war. Der Wallach musste dann aber lange pausieren. Nach einer Auszeit von fast 14 Monaten lief er in Köln hinter 2 besseren Pferden aber ein gutes Rennen. Beim ersten Start im Handicap könnte Darshano im Legendenrennen durchaus gute Chancen haben. Royal Jumsein ist ohne Frage eines der besten deutschen Pferde. Vor 2 Jahren gewann der Hengst auf Bahn und Distanz das Derby-Trial. Zuletzt zog er sich als 4. im Großen Preis von Berlin, in dem er bester Deutscher war, gut aus der Affäre. Heute ist es etwas einfacher. Wir glauben, dass Royal Jumsein der Sieger im Preis der Sparkassenfinanzgruppe sein wird. Zirkuskind hat zwar einige Zeit gebraucht, bis der Knoten geplatzt ist, doch nun ist die 3-Jährige richtig gut in Form. Ihre letzten beiden Rennen gewann die Stute. Und auch wenn es nun noch ein klein wenig schwerer ist, sollte sie in diesem Rennen erneut ganz weit vorne landen. Nordinsky siegte hier bereits beim Frühjahrsmeeting. Der Wallach lief auch danach wieder gute Rennen. Zuletzt in Hoppegarten machte er sich in der Endphase noch stark bemerkbar. Auch wenn er es heute mit starker Konkurrenz zu tun hat, glauben wir, dass Nordinsky auch heute siegen kann. Galina Dumoulin sorgte hier beim Frühjahrsmeeting für eine der größten Überraschungen, als sie auf Bahn und Distanz ein Sieglosenrennen gewann. Danach lief die 4-Jährige auch in Frankreich 2-mal gut. Wir können uns gut vorstellen, dass sie sich noch steigern kann. Galina Dumoulin ist deshalb unser Tipp im 10. Rennen des Tages. Overdose Doru ist erst 2-mal gelaufen. Nach einer Pause von über 14 Monaten lief er in Vichy gegen bessere Pferde als 4. ein starkes Rennen. Heute ist die Konkurrenz überschaubar. Wir glauben, dass Overdose Doru das letzte Rennen des Tages gewinnen kann.